Hey und willkommen zu einer kleinen Runde Monster Legends. Ja, geil, Alter. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, ist das Ganze ein Product Placement und das bedeutet, ich bekomme Geld dafür, das Spiel vorzustellen. Guckt wie immer in die Videobeschreibung, denn da gibt's den Gratis-Link zum Spiel für Android und iOS. Viel Spaß! Okay, dem einen oder anderen wird's wahrscheinlich schon aufgefallen sein, ich bin nicht Level 1, sondern locker easy Level 43 und habe allgemein ziemlich viele Sachen. Das liegt daran, dass der Entwickler mir einen Account zur Verfügung gestellt hat und ich deswegen ein ziemlich krasser Typ bin. Guckt es euch an, alle. Hier ist alles voll. Hier bekomme ich richtig viel Gold. Oh Mann. So, aber mal zum Gameplay. Und zwar geht es darum, seine eigenen Monster hochzuziehen, die dann miteinander zu verkuppeln und weiterzuentwickeln. Warte mal, das kann ich mal ganz kurz machen. Genau, und zwar habe ich hier noch ein Ei. Das packe ich mal ganz kurz hier rein. Und dann brüte ich das direkt auch mal aus. Zack. Oh Gott, was bist du denn? Ich platziere dich. Genau, und jetzt wird uns gesagt, dass ein bestimmter Lebensraum fehlt. Und zwar der Lebensraum für Licht- und Dunkelmonster. Das hole ich mal ganz kurz. Sekunde, wo bist du denn? Lebensraum des Lichtes. Das packe ich da mal hier hin. So, zack. Okay, das steht jetzt da. Jetzt gehe ich wieder dahin und brüte sie aus. So, geh da bitte rein. So, und die gammelt da jetzt nicht nur, die sammelt in der Zeit, wo sie da lebt, auch ein bisschen Gold. Ich kann sie jetzt auch anklicken. So, Sekunde. Weiterentwickeln und ab Level 4. Oh, sie ist erwachsen geworden. Kann sie auch mit wem anders rummachen und ein Kind zeugen. Und das wiederum ist dann eventuell ein völlig anderes Monster. So, ich entwickle dich nochmal ein bisschen weiter. Genau, dann lernt ihr auch andere Attacken. Jetzt gerade habe ich allerdings nur zwei, deswegen muss ich nichts verlernen. Und sie ist Level 20. Ja, und ich bekomme noch eine neue Fähigkeit. Aber was verlerne ich jetzt, Alter? Ich kenne mich nicht aus. Packen wir das da weg. Okay. Wow. Was ist denn mit ihr passiert? Wie komisch sieht sie denn aus? Warte, ich nenne sie mal anders. Ich nenne dich komische Frau. Das ist doch ein schöner Name. Genau, und die kann ich jetzt nehmen. Sekunde. So. Gehen wir hier mal rein. Dann gehe ich auf Züchten. Und dann wähle ich die Frau aus. Und am besten noch... Ich nehme einfach mal den da. Jetzt züchten. Okay. Was soll denn dabei rauskommen, Alter? Okay, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Oh. Ich... Ich verstehe zwar nicht, warum du so aussiehst, aber das sieht ja mal richtig süß aus, kleine Kackvieh. So, und zwar darfst du direkt bei deiner Mutter leben. Da guckt's euch an, Alter. Ach cool, die scheffelt auch gerade schön viel Geld. Was bist du denn für einer? Vor allem, wie wirst du denn jetzt gleich aussehen? Das ist ja richtig krass, wie die am Anfang noch richtig süß aussehen und dann auf einmal... zu so einem Monster werden. So, warte mal, was passiert jetzt mit dir? Okay. Ach man, ich mag dich nicht mehr. Ich würde sagen, wir gehen am besten mal in einen Kampf rein. Ich kann jetzt wählen, gehe ich in den Mehrspieler, gehe ich in ein Dungeon oder auf die Abenteuerkarte. Ich glaube, die Abenteuerkarte kennt so ziemlich jeder. Hier befinden sich verschiedene Inseln. Ich bin natürlich schon etwas weiter. Warte, nein, nicht da, sondern Sekunde, ich kann schon... hierhin. Level 94. Da schauen wir doch mal ganz kurz rein. Ja klar! Warum seid ihr denn Level 57? Oh. Ich glaube, ich bin tot. Das werde ich doch niemals schaffen, oder? Warte mal. Also vom Schaden her geht es eigentlich. Also hier unten seht ihr halt die verschiedenen Attacken von dem Typen. Wo ich gerade mal gucke, was am meisten Schaden macht. Okay, dann nehmen wir das. Los, Angriff. Hälfte Leben? Ja, doch. Los, du komischer Blitzknecht. Elektrische Woge. Er ist gelähmt. Okay, er kann nicht mehr angreifen. Jedenfalls in dieser Runde. Wow.
Ich mache ja gar keinen Schaden mehr. Ja, ich kann gewinnen. Vor allem, wie ich einfach beide treffe. Nein, nein, bitte nicht. Oh, ich habe Hälfte Leben verloren, aber ich habe gewonnen. So, und am Ende des... Was? Des Kampfes... Jetzt? Ja, okay. Am Ende des Kampfes wird mein Kampf auch noch bewertet. Und... Ach du Scheiße, es geht weiter. Hey, das kenne ich ja noch gar nicht. Das kenne ich ja noch gar nicht. Ich kenne das nur so, dass man gegen eine Welle kämpft und ja, danach ist halt vorbei. Im Endgame scheint das aber ein bisschen anders zu laufen. Oh oh. Der Typ ist gleich tot. Fuck. Was mache ich denn jetzt? Oh, göttliche Aggression. Ja, eine Special-Attacke. Bitte. Bitte rette mich, Falke. Bitte rette mich. Der Oberste ist tot. Okay. Scheiße. Nein, ich kann nicht angreifen. Okay, ich lade mich mal auf. Und mit dem kann ich jetzt... Oh, den Typen töten. Kommt danach noch eine Welle. Wow. Das wird schwer. Also, ich glaube nicht, dass ich das schaffen werde. Ich kann ja mal ganz kurz einen Heiltrank verwenden. Und damit mein Monster retten. Ja, okay. Dem geht's auf jeden Fall wieder besser. Dann greif du mal an. Ach du Scheiße. Ja klar! Er macht eine Attacke und one-hittet mich. Gut. Ja, und da kommt meine tolle Bewertung. Komisch. Warum habe ich denn keine Sterne bekommen? Ja, normalerweise, je nachdem wie gut ihr wart, und ich schätze mal, da sind dann verschiedene Faktoren mit dabei, je nachdem wie viel Schaden ihr bekommen habt, wie schnell ihr die besiegt habt, bekommt ihr dann einfach 1 Stern, 2 Sterne oder 3 Sterne. Nur der Manuel war leider so schlecht, dass er nicht mal das Level geschafft hat. Schade. Aber egal, gehen wir jetzt mal wieder raus und schauen mal, wo wir noch hin können. Genau, gehen wir doch einfach mal in ein Dungeon. Ah ja, okay. Da wartet dann ein kleiner Boss auf uns. Ah, und da am Ende gibt's dann den Endboss des Dungeons, oder was? Da würde ich eigentlich gerne mal hingehen, Alter. Okay, Level 35, das ist auf jeden Fall machbar. Ich hoffe nur, dass... Alter, what the fuck? Ich hoffe nur, dass die danach dann nicht allzu schwer werden. Der Typ ist so geil, wie der die einfach komplett stunnen kann. Und er killt einfach alles. Das war schon. Ja, und ich bekomme eine Belohnung, Alter. Was wird sein? Eine Rune. Ah ja, genau. Das sind Sachen, die könnt ihr an so einer Art Runentisch in eure Monster reinpacken. Das macht dann verschiedene Effekte auf euch. Zum Beispiel, dass eure Gruppe 20% mehr Schaden macht oder 10% mehr Leben hat, mehr Ausdauer generiert. Sowas eben. Und Sekunde, dann gehe ich mal in die nächste Welle und mach alle platt. Ja, was ist das denn für ein kleiner Moloch? Dieser Typ, er ist einfach viel zu krass. Hey, was ist das denn? Pegasus-Zellen. Weiß einer von euch, was es ist? Wenn ja, dann gerne mal in die Kommentare damit. Nein! Oh Gott sei Dank, er hat verfehlt. Bitte nicht den oberen an... Mann! Okay. Einer ist schon mal tot. Sag mal, wie stark sind die denn gerade? Scheiße. Habe ich irgendwie noch was Geiles, was die richtig kaputt macht? Nee, scheinbar nicht. Ja, cool. Ja, ich kann ihn töten. Nice. Ich kann eventuell noch gewinnen. Ganz sicher bin ich nicht, aber so schlecht sieht es gar nicht aus. Ich verstehe auch gerade gar nicht, was da los ist. Also, klar, ich greife ja immer wieder an, aber warum sind die denn durchgehend verwirrt oder gelähmt? Oh shit. Ja, das könnte ein Problem werden, aber ich bin jetzt alleine mit ihm. Nur er macht leider richtig viel Schaden. Scheiße,
Oh, fuck. Ja, geil auf jeden Fall. Dann greif mal an. Ich glaube aber, ich bin tot. Vor allem habe ich einfach verfehlt. Das ist aber richtig dumm. Und ich kann nicht mehr angreifen. Ich habe keine Energie mehr. Scheiße. Okay. Ich nehme mal eben einen Heiltrank. Mega-Lebenstrank. Alter. Ich kauf mal zwei. Ich kann's mir ja leisten. Zack. Ja, der heilt mich voll. Alter, ich überlebe das. Jetzt mach doch. Alter Junge, macht er einfach Schaden. Das ist doch... Ich lad mal auf. Mir geht's doch gut. Und wieder was weg. Okay, aber eventuell kann ich jetzt Leben rauben. Das wäre richtig geil. Entzieht dem Ziel 50% Leben. Ja, okay, doch. Das nehme ich. Ich verfehl einfach und sterb deswegen fast. Betäubt! Oh mein Gott, das ist doch nicht dein scheiß Ernst. Ich brauche Heilung, scheiße. Ey, Sekunde. Eine Phönixfeder? Moment. Ja! Ja, ich kann jemanden wiederholen. Ich nehme den unteren. Okay, jetzt stirbt der wahrscheinlich in der... Ach, der kann direkt angreifen. Ja, geil. Okay. Oh, er macht richtig schön viel Schaden. Ist das geil. Okay, mach das tosendes Gewitter, bitte. Verfehlt. Sag mal, was ist denn hier los? Egal, raubt ihm jetzt bitte... Okay, das hat geklappt. Das ist doch schon mal schön. Er lädt auf. Blitzschlag, scheiße. Scheiße, ich mach keinen Schaden, Alter. Egal. Ich greife ihn an. Lähmung blockiert. Ja, klappt auf jeden Fall ziemlich gut. Ich lade mich auf. Und er greift an. Scheiße, er ist tot. Dann belebe ich jetzt meinen Typen wieder, wenn es geht. Und komm wieder. Ja. Und er hat auch wieder volle Ausdauer. Geil. Greif an, bitte. Und lähm ihn dabei am besten. Geblendet. Das ist gut. Oh, das macht richtig schön viel Schaden. Ja, das gewinne ich. Aber normalerweise hätte der gewonnen. Verfehlt. Okay, sehr gut. Da hat das Blenden sich schon mal auf jeden Fall gelohnt. Und du bist tot. Ich habe gewonnen. Oh Mann, was war das denn bitte für ein hartes Match? Okay, wenn ich nach den Leveln gehe, bin ich schon mal komplett verloren. 65 und ich bin Level 40. Ich glaube, ich bin tot. Aber man kann es ja mal probieren. Nice auf jeden Fall, dass die anfangen dürfen. Alter, hätte der jetzt gerade getroffen, wäre schon einer von meinen Leuten tot. Ja, ich mach schon nicht wenig Schaden, aber... Die übertreiben komplett. Wenn ich... Ja, einer ist schon tot. Wenn ich richtig Glück habe, dann lähme ich die so lange, dass die mich nicht töten können. Aber das wird nicht passieren. Die sind einfach viel zu stark. Und der andere ist auch schon tot. Scheiße. Ja, jetzt konzentrieren die alle Angriffe auf mich und ich bin direkt futsch, oder? Ja. Okay, jetzt greift der andere noch an. Und ich bin tot. Wow. Okay, also die Gegner darf man auf gar keinen Fall unterschätzen. Ich müsste dann jetzt also ab diesem Punkt hier erstmal weiter leveln, bevor ich irgendwas anderes mache. Aber ich würde eh sagen, das reicht als Ersteindruck. Bewerte den Part, guckt in die Videobeschreibung, da gibt's das Spiel gratis. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.